przedstawicielce Grupy Zielonych, przewodniczącej Rebece Harms. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Barroso, sehr geehrte Kollegen, ich glaube, es sitzt hier fast keiner im Raum, der das nicht gerne gehört hat, wie Sie uns hier erklärt haben, Herr Barroso, dass Sie jetzt bereit sind, zum großen Sprung nach vorn für Europa anzusetzen. Sie haben das am Beifall ja schon ablesen können. Ich möchte aber, bevor wir uns dann über die nächsten Abschnitte dieser Sprünge verständigen, noch mal was zu der Analyse der Situation sagen, wie wir sie sehen. Und Herr Verhofstadt hat gesagt, Europa ist in einer schlechten Verfassung. Ich würde sagen, wir haben, was Finanz- und Wirtschaftskrise angeht, bisher den Worst Case verhindert. Wir haben aber noch längst nicht alles unter Kontrolle. Wenn wir in die Mitgliedstaaten gucken, dann stellen wir fest, dass das, was wir immer wieder gesagt haben, nämlich dass wir mit zu kleinen Maßnahmen zu spät dran sind, dass das heute immer noch stimmt. So wird in einigen Mitgliedstaaten jetzt über den EFSF abgestimmt, was nicht verkehrt ist. Aber man muss sagen, wenn man das in Zeit und Raum einordnet, dann müsste eigentlich schon über den dauerhaften Krisenmechanismus und seine Architektur und das wirkliche Aufbauen einer Wirtschaftsregierung entschieden werden. Dieses zu spät und zu wenig, das trifft aber nicht nur für das Agieren im Rat zu. Wenn ich an das Economic Package denke, Economic Governance Package denke, das hier zur Verabschiedung steht, dann muss ich auch da sagen, wir haben uns Zeit gelassen, dafür gab es gute Gründe und trotzdem verpassen wir jetzt einige Chancen, was dieses Package angeht. Es ist nicht der Sprung nach vorn für gute Entwicklung. Die Unwucht, und auch darüber haben wir schon unglaublich oft geredet, die Unwucht zwischen Stabilisierungspolitik und Politik für Aufbau und für Wege raus aus der Krise, diese Unwucht ist auch in diesem Paket nicht in Ordnung. Und das, was ich für das eigentliche Thema der politischen Krise in der Europäischen Union halte, das wird eben weder mit unseren Vorschlägen zur Finanzkrise noch mit unseren Vorschlägen im Rahmen des Sixpacks gelöst. Unser eigentliches Problem ist, dass wir in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Maßnahmen in den letzten Jahren mehr Ungerechtigkeit geschaffen haben. Und wenn wir das nicht korrigieren, werden wir die Fliehkräfte, die es ja nicht nur wegen der Hauptstadtdiplomatie gibt, sondern die es auch gibt, weil die Bürger das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit verlieren, werden wir diese Fliehkräfte nicht kontrollieren können und nicht beenden können. Und zum Thema Ungerechtigkeiten. Ich glaube, Herr Barroso, dass wir das wirklich so nicht weiterlaufen lassen können. Dass viele Jahre lang an den Finanzmärkten wahnsinnig verdient worden ist, bis es zum Knall gekommen ist und dass dann entschieden worden ist, wir vergesellschaften die Probleme und lassen die Gewinne bei denjenigen, die fröhlich spekuliert haben. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist und dass die Bürger das auch verstanden haben, dass die Stabilisierung bisher insgesamt zu ihren Lasten geht. Ich glaube, dass in der zunehmenden Notwendigkeit, in der Schuldenkrise zu handeln, dass wir da eben auch wieder Dinge machen, die zu noch größerer Ungerechtigkeit führen. Wir können nicht allein auf Einsparmaßnahmen setzen. Wenn Sie sich das angucken, was in Griechenland passiert, was in Irland passiert, alleine so eine Zahl, wie die Selbstmordraten in diesen Ländern nach oben gegangen ist, treibt einem doch die Schamesröte ins Gesicht. Ja, man kann nicht einseitig Haushalte sanieren und sparen. Man muss das, wofür meine Fraktion sich in der Verhandlung um das Economic Governance Package die ganze Zeit eingesetzt hat, man muss das gleichzeitig machen. Wir müssen überlegen, wie wir Armut bekämpfen in der Europäischen Union. Wir müssen klären, wie wir investieren können in Bildung. Und wir müssen auch in nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung wirklich investieren. Sonst werden wir keine Zustimmung für mehr Europa unter der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger finden.
Und ich möchte drei Monate bevor aus diesem Parlament eine Delegation nach Durban zur nächsten Weltklimakonferenz reisen wird, ich möchte an dieser Stelle noch mal ausdrücklich betonen, Herr Barroso, auch wenn Sie in Ihrer Rede sogar von erneuerbaren Energien und Investitionen in nachhaltige Entwicklung gesprochen haben, es ist wirklich irre, ja, es ist wirklich irre, wie vergesslich europäische Politik ist. Wir haben uns im Jahre 2007 und 2008 darauf verständigt, dass es teurer sein wird, nicht in ehrgeizigen Klimaschutz zu investieren, als wir das bisher ermessen können. Generationengerechtigkeit herzustellen mit unseren bisherigen Austeritätsmaßnahmen ohne einen klaren Plan, wie man nachhaltige Entwicklung mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Ressourceneffizienz organisiert. Generationengerechtigkeit werden wir so nicht erhalten. Und an dieser Stelle sind Sie leider sehr schwach. Noch etwas zum Süden des Mittelmeeres sagen, das streiche ich jetzt. Ich wünsche Catherine Ashton, dass es ihr gelingt, unsere Vergangenheit, die europäische Vergangenheit im Süden des Mittelmeeres zum Thema zu machen. Und ich wünsche viel Glück für die Verhandlungen um Israel und Palästina, weil diese Zwei-Staaten-Lösung und der Frieden dort ist ein weiterer Schlüssel für eine bessere Entwicklung in der arabischen Welt. Abschließend, Herr Barroso, zu Ihrem angekündigten großen Sprung. Sie wissen, dass wir das wollen, dass Sie der Mann sind, der jetzt dafür sorgt, dass etwas, was wir schon die ganze Zeit Wirtschaftsregierung nennen, dass das tatsächlich angegangen wird. Ich glaube, Ihnen werden in den nächsten Wochen, wenn Sie das so konsequent verfolgen, wie Sie das hier versprochen haben, Ihnen werden manchmal die Ohren klingeln. Und wenn Sie mit der deutschen Bundesregierung oder auch den Niederländern darüber diskutieren, dann werden Sie an Guy Verhofstadt denken und sich fragen, warum er seine liberalen Kollegen in den Regierungen, stärker gemacht haben. Aber okay, lieber Guy, wir lieben deinen europäischen Esprit, aber er fehlt uns manchmal, wenn wir mit deinen Kollegen zu tun haben. Time is over. Time is over, Madame. Einen Punkt noch machen und mich an andere Seite dieses Hauses wenden. Die polnische Ratspräsidentschaft, Herr Barroso, die könnte sehr, sehr wichtig sein für diesen Ansatz, den Sie verfolgen. Mit Ihrer Haltung zu Europa und mit Ihrer Haltung gegen die Hauptstadtdiplomatie, die bisher stattgefunden hat, können die polnische Ratspräsidentschaft einen wirklichen Punkt machen in Richtung der Vorbereitung erneuten Vertragsveränderung und der guten Grundlagen für das, was wir uns unter Wirtschaftsregierung vorstellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. To you, Madam. Blue card. Are you ready to answer, Madam? Madam Harms, are you ready to answer on blue card question? Yes, please. Ja, liebe Rebecca, würdest du zur Kenntnis nehmen, dass der niederländische Premierminister ja vorgeschlagen hat, einen Kommissar, Olli Rehn konkret zu sein, als den quasi europäischen Finanzminister vorzuschlagen? Eine Idee, von der wir der Meinung sind, dass das richtig und gut wäre. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, ist folgende. Wie erklärst du, du hast hier von Unwucht gesprochen und von Investitionen, die man machen muss, wie erklärst du, dass Rot-Grün hier und heute gegen einen verbesserten, ertüchtigten, gestärkten Stabilitätspakt stimmen wird, um Stabilität für die Ozone zu erzeugen, während wir in Berlin von Rot-Grün wunderbare Ratschläge bekommen? Thank das würde ich gerne mal hören. Madame Harms. Mir ist durchaus bewusst, dass die holländische Regierung sich zum Teil anders positioniert als die deutsche Bundesregierung. Aber ja, eines darf man wirklich nicht vergessen, dass dieses bedingungslose Bekenntnis zu weniger Intergouvernementalität und zu mehr Europa, dass das von den Regierungen, auch in denen die Liberalen sitzen, so wie Guy Verhofstadt das hier vertritt, nicht geteilt wird und nicht forciert wird. Zweitens zu unserer Kritik an zwei
an drei Berichten, die hier heute verabschiedet werden und die um Stabilitätspolitik und um Umgang mit Haushaltsdefiziten kreisen. Wir sind wirklich fest davon überzeugt, dass man nachhaltige Haushaltspolitik machen muss. Unser Thema heißt auch bei Haushaltspolitik Generationengerechtigkeit. Aber die Art und Weise, und da können Sie jetzt nach Griechenland sozusagen beispielhaft gucken, die Art und Weise, wie da Haushaltspolitik gemacht wird, die vertreten wir nicht mit. Wenn man gleichzeitig nicht in der Lage ist, für die jungen Leute Perspektiven zu schaffen, wenn man nicht in der Lage ist, zu sagen, wie denn die nachhaltige Entwicklung, von der immer wieder gesprochen wird, wie die in Gang gesetzt werden soll, dann halten wir das für keinen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Thank you. Next speaker, Mr. Lothar Bisky, President.